Moritz, reinfeiern konnten Sie ja nicht in Ihren Geburtstag. Haben Sie denn die Gelegenheit genutzt, auch aufgrund des Erfolgserlebnisses gestern ein bisschen herauszufeiern? Nee, eigentlich nicht wirklich. Klar, ein paar Freunde waren zum Fußball gucken noch da. Ja, an meinem Geburtstag waren auch ein paar Freunde da, meine Eltern leider nicht. Die kommen am Wochenende. Ja, vielleicht kann man das da dann vielleicht so ein bisschen nachholen, das schauen wir dann einfach mal spontan. Aber ja, an meinem Geburtstag war ich erstmal was essen, es war auch ganz schön. Von daher alles in Ordnung. Wie war es denn in der Kabine gestern? Das muss ja eigentlich auch eine deutlich gelöstere Atmosphäre gewesen sein als nach den letzten 5 Spielen davor. Ja, definitiv. Die Stimmung war auf jeden Fall gut. Klar, wenn man so ein Spiel gewinnt, gerade in der Höhe und auch verdient gewinnt, dann ist die Stimmung natürlich immer besser, als wenn man verliert. Das ist ganz klar. Und ja, ich glaube, es tat einfach unfassbar gut, dass wir einfach mal wieder ein Spiel gewonnen haben. Sie hatten sich ja alle miteinander doch deutlich sichtbar was vorgenommen gestern. Das merkte man eigentlich von der ersten Minute an. Das haben Sie aber in den Spielen davor bestimmt auch gemacht. Was war denn gestern anders, vielleicht auch in der Vorbereitung auf die Partie? Ja, wir sind natürlich gestern mit 1 in Führung gegangen. Ich glaube, das ist so vielleicht der größte Unterschied im Vergleich zu den letzten Spielen. Und das hilft uns natürlich extrem, dass wir das Spiel dann auf unsere Seite ziehen können. Und dann ja, geht unser Spiel dann vielleicht doch noch einfacher von der Hand, das muss man vielleicht so sagen. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, auch schon gezeigt diese Saison, dass wir ja nach Rückständen auch zurückkommen können. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz große Stärke von uns. Relativ frühzeitig in Führung, auch dann mit einer guten Atmosphäre im Stadion natürlich befeuert das Ganze. Glauben Sie, das könnte nochmal eine Initialzündung gewesen sein zu einem ja, nicht zu frühen Zeitpunkt, aber gerade noch rechtzeitig, um noch eingreifen zu können auf der Zielgerade der Saison? Ja, ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir einfach von Spiel zu Spiel denken, unsere Spiele gewinnen. Was andere Mannschaften machen, können wir im Endeffekt eh nicht beeinflussen. Klar, spielen viele noch gegeneinander, das wissen wir natürlich auch, aber ich glaube, wir bleiben einfach bei uns, wollen unsere Spiele gewinnen und das ist einfach unsere Devise, die wir uns vorgenommen haben. Glauben Sie, Sie müssen alle Spiele gewinnen, um eine realistische Chance auf den Aufstieg noch zu haben? Wir wollen alle Spiele gewinnen, also mit Glauben kommt man, glaube ich, nicht weit. Also wir wollen schon jedes Spiel gewinnen, so gehen wir die Sachen an und ja, das versuchen wir dann. Geht es nach Kiel. Ja, eine Mannschaft, für die es vielleicht gar nicht mehr um so viel geht, ist das in dieser Phase, sagen wir mal, eher ein günstiger Gegner oder, ich glaube, ich kenne die Antwort, aber frag trotzdem, also ist es eine, sagen wir mal, eine Gelegenheit, eine ganz gute Gelegenheit, da die nächsten 3 Jahre nachzulegen? Ja, ich glaube, in der zweiten Liga ist es allgemein immer schwer gegen egal welchen Gegner. Das hat man, glaube ich, schon des Öfteren gesehen, dass auch Spielmannschaften, die unten spielen, Spiele dann einfach gewinnen, wo man vielleicht nicht mitrechnet. Ja, deswegen, jedes Spiel ist einfach extrem schwer, gerade in der zweiten Liga. Ja, da kommt es dann auf Nuancen an und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir einfach unser Spiel durchdrücken und ich glaube, dann können wir da guter Dinge sein. 6 Tore, ungewöhnlich für die Parts des Spielfeldes, die Sie meistens beackern. Schaffen Sie noch die 10 diese Saison? Ja, ich glaube, das wird schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich würde mich natürlich nicht gegen wehren, wenn es dann so kommt. Ja, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtiger, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind und wer dann die Tore schießt. Ist mir dann persönlich egal, ist, glaube ich, der Mannschaft relativ egal. Hauptsache, wir gewinnen die Spiele und das ist das Entscheidende. Vielen Dank von meiner Seite. Wie schätzen Sie denn Kiel ein? Also, wie geht es denn auch was? Ja, also ich glaube, es ist eine intensive Mannschaft, die sehr, sehr intensiven Fußball spielt, die gegen den Ball sehr, sehr aggressiv agiert. Und ja, ich glaube, man hat es gerade in den letzten Spielen gesehen, gegen die wir gegen Kiel dann auch bestritten haben, dass es nie einfach war, dass wir ja vielleicht dann nicht so erfolgreich waren, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber ich glaube, das wollen wir am Wochenende einfach ändern, wollen einfach unser Spiel durchdrücken. Und ja, was Kiel dann macht, ist dann vielleicht, klar, schauen wir uns an. Aber ich glaube, es kommt einfach auf uns an, was wir auf den Platz dann bringen. Hat sich das gestern mehr als 20.000 Fans im Rücken angefühlt? Also zeitweise hatte man schon das Gefühl, ne? Ja, also definitiv, es war schon gestern extrem laut. Ja, habe ich ja natürlich jetzt auch noch nicht so oft erlebt in 1,5 Jahren, in denen ich jetzt hier bin. War ja noch nicht so oft vor so vielen Zuschauern. Deswegen hat es mich natürlich extrem gefreut. Und ich glaube, der Mannschaft gibt es einfach einen extremen Schub nach vorne noch. Und ja, ich hoffe, dass es dann natürlich so weitergeht. Es waren ja gar nicht mal so richtig viele Zuschauer, aber die waren halt extrem laut, die Ultras, die wieder Rabatz gemacht haben. Das hat man schon gemerkt. Ja, definitiv. Aber ich glaube, das war gegen Paderborn auch schon so. Deswegen war es auch schon relativ laut und wir freuen uns halt natürlich extrem drüber. Und ich glaube, in so einer Stimmung spielt man sehr, sehr gerne Fußball. Es macht einfach Spaß und ich glaube, die Jungs, ein Riesenkompliment von mir dann auch nochmal. Es hat einfach Spaß gemacht. Ich glaube, den Jungs hat es dann auch gestern Spaß gemacht, dass wir das Spiel gewonnen haben. Konnten wir vielleicht auch so ein bisschen was zurückgeben und das ist natürlich extrem schön.